Die Saarland Medien GmbH hat im Zuge der Filmproduktions- und Filmmusikförderung 2013 rund 58.000 Euro an 8 Filmprojekte mit einem Bezug zum Saarland vergeben. Ziel ist es, das Saarland mehr und mehr als Filmstandort zu etablieren. Die höchste Förderungssumme von 20.000 Euro erhielt der saarländische Filmemacher Tarik Elail für sein neuestes Projekt mit dem Titel Volt. Volt ist der Name des Films sowie auch der Name der Hauptfigur. Volt ist Polizist in der saarländischen Grenzregion, dem ein, sage ich mal, Missgeschick passiert. Und dieses Missgeschick, also seine emotionalen Probleme, übertragen sich auf die Grenzregion und werden zum sozialen Problem seiner Umgebung. Und alles, was er versucht, um die Dinge wieder in den Griff zu bekommen, führt nur dazu, dass die Dinge immer schlimmer werden. Und ohne wirklich es zu wollen oder einen Beitrag dazu zu leisten, schlittert er an den Rand einer Katastrophe. Und vielleicht fällt ihm ja im letzten Moment noch ein, was er tun kann, um das Schlimmste zu verhindern. Damit wurde er bereits mehrfach unterstützt und stellt somit erfolgreich unter Beweis, dass Filmförderung im Saarland Früchte trägt. Seine prominente Begleitung, Claude-Oliver Rudolph, erzählte von seinen Erfahrungen in der Filmbranche, denn aller Anfang ist schwer. Aus diesem Grund ist Filmförderung ein wichtiger Grundbaustein für den Karrierestart. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es früher nicht, wo ich angefangen habe. In den 70ern, ich musste alles selber finanzieren. Ich habe damals meinen Alfa Romeo bei der Bank hypothekisiert und musste dann immer wieder, wenn ich Filme gemacht hatte, als Schauspieler arbeiten. Ich finde Subventionen eine gute Sache. Ich finde es auch mutig, dass ein Land, was ja annähernd pleite ist wie Saarland, immer noch ein paar Mark zusammenkratzt und eben einige junge Talente fördert. Muss man abwarten, wer sich durchsetzt. Ne? Ist nicht alles Fellini. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Claude-Oliver Rudolph begleitete Tarik Elail bereits von Beginn an und führte ihn in die deutsche Filmindustrie ein. Dadurch entstand eine langjährige berufliche sowie private Freundschaft. Ich habe den Tarik mit 25 entdeckt bei einem Abschlussfilm von der HBK, wo meine Tochter mitgespielt hat. Und da habe ich gesehen, mit dem ist was los. Und ne, seht ihr, ich habe recht behalten. Also im Prinzip wäre ich in dem Maße ohne Claude nie so zum Film gekommen, kann man sagen. Wir haben uns ganz am Anfang kennengelernt, weil ich in irgendeinem Kurzfilm mal einen russischen Schläger spielen durfte mit dem sensationellen einzigen Satz: Jetzt erledigen wir den Wichser. Und da hat Claude auch mitgespielt. Und irgendwie, und dann, so sind wir irgendwie zusammengekommen, haben uns, entstand so ein bisschen persönlicheres Verhältnis. Und dann hat er maßgeblich, hat ja Chaos-Tage mitproduziert und mit unterstützt und hat auch die ganzen üblichen Verdächtigen, die da dabei waren, Ralle Richter, Semmelrogge, Helge Schneider, das kam alles über Claude. Und er hat mich reingebracht, das muss man ganz klar sagen. Bei Gegenradar haben wir auch wieder zusammengearbeitet und er ist ja auch immer Schauspieler in meinen Filmen. Wir haben jetzt, das ist unser vierter Film, den wir zusammen machen. Und er wird immer besser und immer größer. Er ist auch kein Kind mehr jetzt, er war damals Mitte 20. Ist ja auch schon 32, wird er 33 dieses Jahr. Also ist auch kein Kind mehr. Ne? Der wird schon seinen Weg machen. Das habe ich damals vorausgesagt und wir sind auf dem besten Weg dahin. Aber unsere Zusammenarbeit geht weit über das Schauspielen hinaus. Also wir sind Freunde und ich will auch immer, also würde jederzeit weiterhin jedes Projekt mit ihm zusammen machen. So. Seit 2003 unterstützt die Saarland Medien GmbH die saarländische Filmbranche mit ihrer jährlichen Förderung. Insgesamt wurden einschließlich der diesjährigen Produktion 75 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 730.160 Euro unterstützt. Ein Schwerpunkt der eingereichten Projekte liegt in der Zukunftsangst, wie sie vor dem Hintergrund des schwindenden Vertrauens in bewährte politische und gesellschaftliche Strukturen aufkommt. Wir freuen uns, dass die Filmschaffenden solche wichtigen Themen aufgreifen, betonte Geschäftsführer Dr. Gerd Bauer bei dem Empfang zur Übergabe der Förderverträge.